Hallo und herzlich willkommen hier auf unserem Kanal. Wir sind Delicious und heute stehen wir am Kugelgrill, das ist ein 57er. Wir wollen auf die Rotisserie, ich habe das schon alles ein bisschen vorbereitet, gehe ich gleich drauf ein, zwei Hühnchen stecken und mal schauen, wie das funktioniert, was können für Probleme aufkommen, reicht dann die Holzkohle, wenn ich das so angehe wie bei einem Hähnchen und wie lange wird die Garzeit dauern? Dreiviertelstunde, Stunde oder mehr? Schauen wir mal rein. Ich zeige euch jetzt erstmal, was ich vorbereitet habe. Im Allgemeinen heißt es, dass man einen Dreiviertel gefüllten Anzündkamin für ein Hähnchen braucht. Ich habe mich im Vorfeld schon mal ein bisschen informiert und es heißt, dass auch für zwei Hähnchen der Dreiviertelkamin ausreichen sollte. Den werde ich jetzt hier gleich anzünden. Ansonsten haben wir hier natürlich die Rotisserie liegen, das ist der Motor. Hickory Wood Chips habe ich mich heute für entschieden, werde ich dann nachher noch ein paar auf die Kohlebriketts legen. Und hier haben wir dann entsprechend diesen Ring für die Rotisserie aufgesetzt. Der Motor wird dann nachher hier eingesteckt. Wie sieht es hier innen drin aus? Da haben wir die beiden Kohlekörbe, die ich nachher mit den heißen Kohlen befüllen werde. Hier habe ich entsprechend Drip Pans ausgelegt. Eine kleine und eine große passen genau in den 57er rein. Dann würde ich sagen, gehen wir mal rein und schauen uns die Hühnchen an. Dann schauen wir uns die Zutaten kurz an. Hier haben wir zwei Maispouladen, die wiegen beide so um die 1400 Gramm jeweils. Ich habe mir dann auch noch gleich eine Tranchierschere geholt, weil ich mache ganz gern die Bärzel, also die Schwänzchen hier hinten ab. Muss man nicht machen, ich mache das eben halt. Und ansonsten, ich brauche dann noch ein bisschen Olivenöl. Das haben wir hier. Damit werde ich die Hühnchen leicht einstreichen. Dann habe ich hier Brathähnchen von Ankerkraut. Könnt ihr nehmen, was ihr wollt. Ich mag halt Ankerkraut ganz gerne. Ansonsten werde ich dann nachher in die Füllung pro Hähnchen eine Viertel Zitrone reinstopfen, eine halbe Zitrone reinstopfen und eine Viertel Zwiebel reinstopfen. Das war es jetzt schon soweit. Das Ganze wird jetzt von mir gerubbt. Also ich mache jetzt die Gewürzzutaten eben auf die Hähnchen rauf und fülle die Hähnchen. Und dann kommt der spannende Moment, in dem ich die Hähnchen dann eben auf den Rotisserie-Spieß stecken werde. Da bin ich nämlich sehr gespannt, wie das halten wird. Die Hähnchen zusammenbinden, das wird hier mit diesem Sisalgarn funktionieren. Sisalgarn hat den Vorteil, dass es uns im Kessel nachher nicht verbrennt. Soweit sind die Hühnchen nun gerubbt. Hier seht ihr schon die Zitrone drin stecken und die Zwiebel. Gut, die Zitrone steckt vor der Zwiebel, deswegen sieht man die nicht. Die kommen jetzt hier auf den Spieß und werden dann von mir auch noch mit dem Sisal befestigt, dass Flügel und Beinchen ihren Weg nicht nach außen finden und mir dann verbrennen während des Grillvorgangs. Hier haben wir nun die zusammengeschnürten Hähnchen. Zum einen ist es so, dass ich hier die Füße über Kreuz gelegt habe und schön festgezurrt habe, auch auf dieser Seite logischerweise. Und dann schauen wir uns jetzt mal die andere Seite an, wie ich die Flügel festgemacht habe, dass die nicht nach außen fallen und vor allen Dingen die Hähnchen auch zusammengebunden haben. Ja, ihr erkennt hier, ich habe das über Kreuz gebunden und so habe ich die beiden Hähnchen erstmal zusammengebunden und dann habe ich nochmal von außen rum zweimal ein Sisalgarn um die Flügel gelegt, dass die eben auch schön am Körper bleiben und nicht nach außen fallen und dann andauernd über der direkten Hitze sind, weil wir werden natürlich indirekt dieses Hähnchen grillen. Und dazu gehen wir jetzt raus. Jetzt schauen wir mal, wie weit die Kohle ist. Hier im Anzündkamin ist schon alles durchgezogen. Die Kohle kann dann in die entsprechenden Kohlekörbe rein. Das machen wir jetzt. So, wie ihr seht, die Kohlekörbe sind bestückt. Wunderbar. Und hier mache ich jetzt von meinem Hickory noch ein bisschen was drauf. Das brennt jetzt hier schon lichterloh und dann wollen wir mal die Hühnchen jetzt aufspießen. Die Rotisserie läuft jetzt. Jetzt machen wir auch ganz schnell den Deckel drauf, damit das Feuer wieder ausgeht. Das ist recht wichtig. Lüftung lassen wir erstmal zu, damit das Feuer da drin wieder ausgeht. Die Rotisserie macht jetzt ihren Gang und es ist jetzt genau 11 Uhr. Ich bin mal gespannt, dreiviertel Stunde, wie lang es dauern wird.
So, also wie gesagt, wir arbeiten hier mit den Hickory Wood Chips, auch von der Firma Weber. Ihr wisst ja, ich bin da etwas markengeschädigt. Die Rotisserie macht jetzt hier einen Gang. Durch die Tatsache, dass der Deckel eben drauf sitzt, haben wir den Vorteil, dass die Flammen ausgegangen sind und das Hähnchen da drin nicht verbrennt. Wir können gerne noch mal kurz reinschauen, dass ihr das seht, dass das jetzt aus ist hier. Seht ihr? Das ist jetzt wirklich schön am Räuchern für einen kleinen Moment. Lange werden diese Woodchips das nicht machen. Das ist auch sowieso nur dann sinnvoll, wenn das Fleisch gerade frisch in den Grill reingekommen ist. Nun lassen wir den Deckel erstmal drauf und wir werden das Hähnchen so auf 75 bis 77 Grad hochziehen. Dann ist es schön saftig am Ende. Ich werde den einen oder anderen Check machen, wie es unserem Vogel geht, nicht so oft, und hole euch dafür selbstverständlich ins Boot. Die angestrebte Temperatur sind 200 Grad Celsius. Wir werden hier diesen Garprozess zwischen 180 Grad und 200 Grad durchziehen lassen. Und entsprechend werde ich natürlich die Lüfter einstellen des Grills, damit wir diese Temperatur auch über die gesamte Zeit so halten können. Dann machen wir hier mal den Deckel auf und schauen uns das Ganze an. Super, ist genial geworden. Ich war auch schon mit dem Kerntemperaturmesser drin. Wir haben hier 75 bis 77 Grad Kerntemperatur. Das ist genau das, was wir wollten. Jetzt kommen die nur noch vom Spieß runter. Die lege ich dann hier auf den Rost, der in dieser Wanne hier schon liegt. Und dann gehen die beiden Kerlchen ab zum Nachbarn. Wunderbar, weil der Nachbar war so nett und hat mir diesen Spieß hier gedreht. Und zwar brauchte ich genau diese Abdrehung hier, denn der war nur mit der ausgestattet, weil er für einen anderen Grill gedacht war, für einen Genesis. Und so funktioniert er jetzt auf dem Genesis und auf dem Kugelgrill. Das ist doch super, oder? Also die sind klasse geworden. Ich freue mich schon. Ihr Lieben, das Hühnchen ist verpackt. Ich bringe das jetzt kurz zum Nachbarn rüber und dann sehen wir uns gleich wieder zu einer kleinen Abmoderation, wie das Ganze eigentlich so gelaufen ist. Ja, Lieben, soweit zu diesem Thema. Es ist also super gelaufen. Ich habe jetzt inzwischen die beiden Hühnchen ausgeliefert und jetzt geht es nur noch darum, dass ich die Rotisserie wieder reinige, also hier den Spieß, und das Ganze wieder abbaue. Hier habe ich inzwischen schon die Luftzufuhr zugemacht, dass jetzt da drin das Feuer erstickt und ich den Rest der Kohle mir aufheben kann. Ansonsten, es war eine Riesensache, hat mir unheimlich Spaß gemacht, mal auf jeden Fall wieder, und wir sehen uns auf jeden Fall, wenn ihr wollt, im nächsten Video.